Wann immer Menschen in unserem Land ausgegrenzt, bedroht, verfolgt werden, verletzt das die Fundamente dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Wir als Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti ein. Multikulti ist tot. Deshalb waren die Morde der Thüringer Terrorzelle auch ein Anschlag auf unser Land. In unserem Land sollen auch alle zu Hause sein können, die hier leben. Wir leben inzwischen in einem Staat, in dem neben die ganz selbstverständliche deutschsprachige und christliche Tradition Religionen wie der Islam getreten sind, auch andere Sprachen, andere Traditionen und Kulturen. Und dieses Defizit hat nun der Thilo Sarrazin in einer zugespitzten Form aufgegriffen und ein Großteil der Bevölkerung ist ihm dankbar. Also wenn der jetzt die Tendenz hätte, eine eigene Partei zu gründen, also ich weiß ja nicht, was dann passieren wird. Aber in Fragen des Zusammenlebens dürfen wir uns eben nicht letztlich von Ängsten, Ressentiments und negativen Projektionen leiten lassen. Aber wir haben doch ganz andere Traditionen. Wenn das überfremdet wird, um einen Begriff zu verwenden, der in Deutschland verpönt ist. Aber ich verwende ihn hier ganz bewusst. Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben, und da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Das wollen wir nicht, liebe Freunde.